Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion 3. Wir setzen unseren neuen Aufzugknopf ein und gucken, wo uns der hinbringt. Oh, ja. Ja. Okay, in die 8 zum Filmstudio. Was gibt's hier denn noch alles? Ah ja. Nehmen wir mal in die 8. Aber ich will eigentlich, würde ich gerne mal wieder zu Professor Igitt in sein Labor gehen und mal die Geister abgeben und mal wieder die ganzen Bossgeister angucken. Sollten wir vielleicht mal machen. Vielleicht hat er ja was Neues für uns, der gute Professor. Das sieht ja fancy aus. Okay, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Erstmal alles ansaugen. Hallo? Was bist du? Oh, das sind hier die Edelsteine. Das ist ja fancy. Okay. Random alles ansaugen hilft immer. Okay. So, gucken wir, was geht noch. Wo können wir noch mehr ansaugen? Ich will noch mehr Loot. Ah, dort ist Geld, okay. Das können wir gebrauchen auf jeden Fall. Hallo? Ich würde gerne da hoch. Können wir nicht da hoch? Das wäre doch völlig herrlich. Hä, wir müssen doch dort hochkommen. Okay, wir kommen dort anscheinend nicht hoch. Also geben wir mal. Das sieht aus wie eine Tür. Irgendwas ist hier falsch. Aber gucken wir mal weiter. Ja, es gibt wieder Mülleimer. Goldene Tannenbäume, die Geld droppen, sind ein bisschen seltsam. Gibt's hier irgendwas? Ah ja, da oben ist noch Geld. Über dem Buhu. Hallo? Wie Luigi immer hüpft. Okay. Oh, da ist auch noch Geld. Geld. Und das sieht nicht normal aus. Das soll nicht so sein. Okay. Für was hatte das Bild ein Scharnier? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ehrlich gesagt, nein, ich will das jetzt mal nicht. Ich will das Geld. Oh mein Gott. So. Jetzt können wir nochmal weiter drüber reden. Okay, für was genau brauchen wir einen Boxhandschuh? Hier brauchen wir Luigi. Also dieser Boxhandschuh verwirrt mich mehr, als er sinnvoll ist, glaube ich. Ah, wir können auf die Boxen schießen. Okay. I understand. Aber nur einmal. Okay. Okay, jetzt haben wir das gute Geld verloren. Was haben wir denn jetzt, Alter? Warum gibt es hier so viel Bullshit? Okay, wir haben den Boxhandschuh versenkt. Das war vielleicht auch nicht so smart. Ah, und wir brauchen noch Luigi. Also nehmen wir den mal. Kurz. Gönnen wir uns mal kurz Luigi. Ja, weil hier liegt ein Haufen Geld dahinter. Das will ich natürlich. Hallo? Das Geld will ich natürlich nicht missen. So, wir machen eh so eine Rundumsaugung. Und gucken, ob wir eh nichts vergessen, verloren haben. Ne, ich glaube, hier sind wir durch. So. Und
Jetzt können wir hier ransaugen. Fancy. Okay. Also, nochmal Luigi-Time. Also hier läuft es schon mal echt gut mit den Edelsteinen. Wo ist der Boxhandschuh eigentlich hin? Kann mir das jemand erklären? So, wartet, hier müssen wir auch noch rein. Ah, hier müssen wir vorher rannipsen. Okay. Hallo? Hey, das ist doch safe, oder? Ja, schon. Ich dachte mir gerade schon. Oh Gott. Wo kommen wir raus? Achso, nee, es kommt noch Geld raus. Okay. Hui. Ich dachte schon. So. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Hier haben wir noch eine Palme und Geld. Okay. Eine nackte Palme sieht nicht so gut aus. Den Fernseher können wir einschalten. Das war jetzt nicht der Plan, aber okay. Hallo, Geld? So. X. Was? X. Hallo, wo war das X? Ach nee, nee, das ist nicht gut. Achso. What? Erstens, dort ist noch Geld. Zweitens. What? Oh, okay. Ja, warum gehen die Teile so ab? Wir müssen hier rannöpseln. Ah ja, gut. Ein Schlüsselchen. Okay. Das ist ein bisschen awkward. Okay, okay, okay. Ich sage ein bisschen oft okay. Ah, hier ist das Ding. Damit können wir kurz zurückgehen. Und hier draußen, hallo, auch die Boxen kaputt machen. So. Geld, Geld, Geld. Das ganze Spiel lernt man einfach nur Geld zu sammeln. So. Und den anderen bitte auch. Hallo? Ja, yes. Na? Das Geld will nicht zu uns. Mit dem Restlichen können wir ja wieder zurückgehen und dort haben wir auch noch eine Box, die auf uns wartet. Wo war die? Die war links. Links, 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 hoch. Na? No? Hallo? Ja, genau. Und das war's? Aber, nee, okay. Aber hier hinten war noch Geld. Das habe ich ganz genau gesehen, dass hier noch Geld war. Hier ist auch noch Geld. Hallo? Hier ist noch Geld dahinter. Was ist das Problem? Es steckt einfach fest. Guckt euch das an. Ach nein, das Geld. Können wir dahinter gehen? Nee, können wir halt auch nicht. Okay. Ja, ich glaube, das war's. Geben wir auf. Und benutzen diese Tür, durch die wir, glaube ich, vorhin nicht durch hätten gehen können. Hätte ich mal ausprobieren sollen. Okay, können wir da reingehen? Erstmal alles andere machen, nur nicht das, was die von einem wollen. Immer super. Ja, wir räumen jetzt hier mal kurz auf. Ich versuche mich zu beeilen. Hier schnell sauber zu machen. Gott, Alter. Was man hier schon wieder alles einsaugen kann. Das ist hier nur falsch. So. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Können wir da dran nüpseln an das Teil?
Können wir echt. Hallo? Oh, Bams. So muss das doch sein. Ich würde mal sagen, Raum geklärt. Aber diese Streifen nerven mich noch. Können wir die auch einsaugen? Ja, ich wusste's. Wir können die Streifen einsaugen, Leute. Oh Gott. Hallo? Irgendwas passt nicht an diesen Streifen. Man kann die nicht so wirklich gut einsaugen. Ein noch komplett. Einer noch. Einer noch. So. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch dieses Rätsel lösen, indem wir hier, keine Ahnung, einfach Gas geben. Oh Gott. Ich habe es erst ultra spät gecheckt. Ich habe das ja mal ultra spät erst gecheckt. Oh mein Gott. Heilige Sonne. Okay. Eieieiei. Aber wir können es hin. Der Geist schwindet langsam. So. Ich glaube, jetzt sollten wir ihn haben. Ich glaube, jetzt reicht's. Ja. So. Okay. Oh mein Gott, das war schon gruselig. Geht hier noch was? Nee. Und ich habe das so spät gecheckt. Was geht ab mit mir? So, wir durchleuchten diesen Raum, aber trotzdem kurz. Geld, okay. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur kurz gucken. Aber ich glaube, das war's. Ja, dann gehen wir weiter. Es gibt aber einen so einen Lootraum. Ja, hier sind richtig viele. Welche Tragödie. Welch grausames Schicksal für mich. Morty, den Starschuss. Wie konnte ich mein Ein und Alles nur verlieren? Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen und das, weil ich nutzlos bin, absolut nutzlos. Da ermattet sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Ah, mein schönes, rotes Megafon. Wo magst du nur weinen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. Suchen wir jetzt das Megafon oder was geht ab? Erstmal looten wir hier alles. Was war das? Ein Teppich aus Geldscheinen oder? Wie darf ich mir das vorstellen? So. Hallo? Okay, wir haben hier Kabel und die bringen uns anscheinend irgendwo hin. Ja gut, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ich würde nur gern hier mal ein bisschen looten auch vorher. Ja gut, ja gut, bevor wir uns in ganz viele Filmsettings geben, die uns wahrscheinlich umbringen werden. Ernähren wir uns nochmal gut. Okay. Ja gut. Ja, da drüben wird auch noch irgendwas sein. Was geht hier ab? Können wir das benutzen? Ja, die Hebebühne können wir benutzen. Ich würde es jetzt mal so machen. Oh Mann, der Geist, Alter. Können wir da pusten? Ja, oh mein Gott. Nee. Hoch, komm. Wir müssen nur wechseln. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ja gut. Der Geist hat einfach gar keinen Bock auf uns.
Okay, sollen wir mit ihm interagieren? Meine Kunst! Oh, wie sie derzeit leidet. Warum glimpft nicht die Bezeichnung Regisseur, indem du sie für mich verwendest? Ohne mein Megafon habe ich sie beileibe nicht verdient. Okay, wir gehen wieder hier hoch und werden es nochmal versuchen. Schwuppligi. So. Und jetzt ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Ja, es tut mir leid, aber man sieht halt einfach nichts. Ich weiß nicht so ganz, wie man das machen soll. Ich tue mir so schon so schwer in diesem Spiel mit der Steuerung. Eieiei. Was genau ist das und was mache ich damit? Okay. War das alles? Ja, ich glaube schon, dass das alles war. Okay. Ich weiß zwar nicht, was wir mit dem Eisblock tun, aber wir werden es schon herausfinden. Okay, wir können den Eisblock auf den Yeti schießen. Ich habe keine Ahnung. Hä? Okay. Oh mein Gott. Okay, sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uiuiui. Oh, mein Kopf tut jetzt weh. Au. Das Geld macht es jetzt auch irgendwie nicht mehr gut. Oh mein Gott, aua. Also ich muss schon sagen, oh mein Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Heilige Scheiße. Okay. Oh ja, dann gucken wir nochmal in eins dieser Dinge rein. Ich nehme jetzt mal gelb. Warum denn nicht? Okay, da kommen wir nicht rein, dann nehmen wir halt blau. Ist das die Nummer 1? Hä? Okay, ich wollte einfach nur die Nummer 1 nehmen. Können wir in keines davon rein? Das wäre jetzt natürlich auch... Ah, okay. Aber was ist das Problem? Können wir das Teil annüpseln? Weg damit. Bart. Okay, dann gucken wir. Dann nüpseln wir natürlich das Teil auch an. Und räumen das hier weg. Aber wir können einfach so in die Türen rein, okay. Ich dachte... Oh mein Gott. Nach diesem Schock, ey, weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Okay, wir haben einen Feuerwehrhelm und können damit irgendwas machen. Okay, hier haben wir den Fernseher, der uns zurückbringt oder so. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Okay, ein paar Mülleimer, die wir umsaugen können. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich verstehe halt nicht so ganz, was wir hier tun. Ich meine, wir suchen das rote Mikrofon. Ja, ah, das rote Megafon. Das verstehe ich schon, das verstehe ich schon. Hier, das müssen wir bestimmt annüpseln. Hi, ich hab's Hallo? Ich hab's gewusst. So ein Sicherungskasten hatten wir nämlich schon. Okay. Ui. Das war kein sinnvoller Sicherungskasten, sondern einfach nur ein Geldlager. Aber okay. Jeder wie er mag. Jeder wie er mag. So. Die Kamera. Können wir die annöpseln? X. Warte, warte, warte. Wir können was machen. Oha. Aber wir können nichts machen. Doch, wir sehen eine komische Gestalt. Okay. Naja, dann werden wir hier einfach mal saugen. Oder den hier machen. Hallo? Oder auch nicht. Geld, 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 Geld. So, oh mein Gott, okay.
Alter, warum ist hier so viel Geld? Ich dachte, da müssen wir mit Luigi rein. Ja, nehmen wir mal die erste Tür links. Hallo? Wir haben Geld bekommen. Okay, das finde ich jetzt sehr unsympathisch, muss ich sagen. Dass wir hier nicht sehen, was wir tun. Das ist natürlich nicht so praktisch. Hallo? So, wir saugen einfach alles auf. Ah, okay, der Raum geht hier gern. Hä, ich höre das Geld. Ah, hier sind Treppen. Okay. Sag das doch gleich, dass hier Treppen sind. Hä? Hey, hier sind Treppen. Wie kommen wir da weiter hoch? So. Ah, ja. Okay, gut. Wir haben jetzt Sachen gelootet. Oh Gott, wir finden die wieder hier runter. Nee, geht schon. Finde ich, haben wir gut gelöst. Ich weiß nur noch nicht so ganz, was wir hier machen. Gehen wir hier hoch? Was ist das Komische auf dem Fahrrad eigentlich? Oh, endlich wieder meine nahe Ansicht. Finde ich ein bisschen sympathischer. Hallo? Haben wir das Glitzerding? Ja, haben wir. Das Glitzerding. Und wir können doch hier auch nirgends runterspringen. Warum können wir hier nicht runterspringen? So. Was bist du? Du bist awkward. Komisches Ding. Müssen wir damit Fenster einschlagen oder was genau machen wir damit? Oh Gott, da kommt sicher ein Geist raus. Ich hab's so gewusst. Oh, das wieder. Wo ist er? Er muss wieder kommen. Also komm. Oh mein Gott. Das ist einer, der einen Stein hat. Der hat einen Stein. Wir müssen ihn einfach fangen. Hatte der letzte nicht auch einen Stein? War das nicht so? I think so. Hier ist noch gelb. So. Oh mein Gott. Okay. Ja, los. Bats. Und? Ja, wir bekommen einen Stein. Ja, guck, habe ich es nicht gesagt. Den haben wir nämlich schon mal auf diesem einen Balkon, auf dem wir waren, wo wir draußen durchs Fernglas gucken konnten. Haben wir den schon gesehen? So, was machen wir? Kann Luigi vielleicht hier... Also, Luigi, bitte. Kannst du da reingehen? Nee. Kannst du hier reingehen? Nee. Okay. Dann hat sich das, glaube ich, erledigt. Okay. Was ist das für ein komisch... Was können wir erschießen mit den Dingen? Hier ist noch irgendwas. Die Kamera sagt uns ja irgendwas. Da oben, das linke Fenster. Also in dem mittleren Gebäude, das rechte Fenster. Da ist irgendwas. Okay, gucken wir mal. Vielleicht müssen wir dort ein Feuerwehrhelm hochschießen. Das wäre ja jetzt auch nicht so unsinnvoll. Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir Feuerwehrmann spielen. Okay, so weit können wir leider nicht zielen. Ist hier noch irgendwas anderes im Bild, was wir bedenken könnten? Für mich ehrlich gesagt nicht. Aber ja gut. Luigi, willst du der Kameramann sein? Aber wer soll denn dann die Rolle... Okay. Auf die Idee wäre ich im Leben nicht gekommen. What? Was passiert hier? Müssen wir jetzt gegen die kämpfen?
Hä? Okay, also Fluigi war natürlich wieder nicht die beste Entscheidung. Wenn die Geister Feuerwehrmänner sind, ist Fluigi nicht die beste Entscheidung. Hä, hey, wie kann ich die ausziehen? Komm. Ah, wir können an ihren Kopf pumpen. Und dann saugen hoffentlich oder sie blenden. Hey, der Geist war gerade leicht verwirrt. Ah, okay. Einfach anpümpeln, das funktioniert gut. Na ja. Hallo? Bitte pümpel diesen Geist an. Okay. Aber warum töten wir die Feuerwehrmänner? Irgendwie macht das nicht so viel Sinn, wenn ich ehrlich bin. Das macht nicht so ultra viel Sinn. Hallo? Na toll, jetzt ist der Geist nicht mehr da. Was machen wir denn jetzt? Au, oh mein Gott, der kann mir Schaden zufügen. Okay, jetzt geht's aber ab, Herster. So, jetzt haben wir ihn erwischt. Oh mein Gott, okay. Ich habe jetzt nicht noch mit dem Kampf gerechnet. Okay, jetzt kommt der böse Geist. Ja. Das war klar. Ein Wüteling oder wie auch immer diese Geister heißen. Oh Gott, oh Gott. Ja, man muss ja den Schwanz einsagen, ne? So war das doch. Das war doch irgendwie so. Hallo? Aber warum funktioniert das nicht? Ah, vielleicht können wir auch sein Ding sein. Ja, sei unsichtbar, natürlich. Unsichtbar ist natürlich halt nochmal eine Stufe drüber. So, leg dich nochmal auf die Fresse. Bitte. Au! Hallo? Ah, okay, wir können ihn doch stunnen. Na gut. Na dann, das hat am Anfang nicht so gut geklappt. Aber dann doch lieber stunnen, das funktioniert am allerbesten. So. Wird wieder sichtbar. So. Dann ist das ja kein Thema, dieser Geist. Super easy. Und Ende Gelände. Hui, wir haben es geschafft. Oh, da hinten ist noch großes Geld. Das könnten wir noch mitnehmen. Okay. So, bin ich jetzt ready? Kann ich jetzt gehen? War es das? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles abgeschlossen, oder nicht? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber es leuchtet zumindest blau. Das ist schon mal gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal in die Nummer 1. Also bis dahin. Tschüssi.